Und jetzt kommen wir zu einer neuen Form von Virus World und ich habe das Mikrofon in der Sichtfeld der Kamera. Muss ja nicht unbedingt sein. Gut. ja, wir sind hier stehen geblieben, als wir versucht haben, hier alles einzudecken. Mit uns fehlt das Glas, um die Vorstellung der Mauern hier durchzuführen. Da werden wir jetzt gleich mal unten gehen. Ich muss überlegen, dass ich einen Teich mache, etwas, was da unterhalb runterspringen kann, dass ich nicht immer ganz herumlaufen muss. Ich weiß nicht, wo. Ja, ein Teich, ja. Ein bisschen Wasser, wo ich dann runterspringen kann. Ich kann natürlich hier auf dem Hausdach kann ich was machen. Ich weiß, dass man Eisen um einen Kessel zu machen. Mal kurz schauen, ob wir schon einen Kessel gebaut haben. Wahrscheinlich nicht. Wir haben genug Eisen. Will ich mal zwei Kessel machen. Oder zwei, weil ich damit zwei Wasser nehmen kann. Mit den zwei Wasser kann ich dann eine momentliche Quelle herstellen. So, ein Crafting Table wird da innen an der Wand gewesen, was ich total vergessen habe. Da hat hier einen Kessel. So. Noch einen. So. Okay, jetzt füllen wir mit dem Kessel mit Wasser. Haben hier zum Glück genug was in der Nähe. Füllen wir mal. So. Das hätten wir mal. Bla. Nee. Oh, Schriftstück gehabt. Ich dachte schon. Was ist die Quelle kaputt? Ein paar Stöcke, um eine Leiter herzustellen. Ich weiß gar nicht, haben wir noch ein Holz drin? Nein, haben wir nicht. Hinten Holz. Ach, abgebautes Holz, jede Menge. Okay, hier haben wir Holzkohle wohl noch. Ja, kein Holz. Müssen ein bisschen Holz schlagen gehen. So. Ihr seht schon, hier sprießen schon die neuen Bäume. Ich hatte erst bei der letzten Folge die abgehackt. Jetzt wachsen sie neu nach. Und dieser Vorteil beim Anfang ist, man kann wirklich von einem Baum zum nächsten laufen und immer komplett alles abhauen. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. So, jetzt hat man optimal sehr schnell viel zusammen. So. Wir haben eine Eichensetzung zur Zeit. Wir brauchen noch mehr. Das ist ein Apfel. Dann noch setzen. So. Wir müssen ein bisschen mehr fahren am Ende, damit wir hier wieder alles pflanzen können. Aber wir haben jetzt vorerst mal ein bisschen Holz gesammelt. Setzen wir mal um gleich in die Stöcke. So. Okay, dann suche ich mal eine Leiter zu bauen. Versuche ich. Sofern alles noch gleich ist, bauen wir ein paar. So. Und dann die Leitern. Und dann setzen wir die hin. Okay. Ja. Jetzt bauen wir einen Pool. Ich würde mal sagen, wir bauen hier das Haus, bauen hier mal eine Mauer. Bisschen kleiner. Das ist schon gefährlich. Ich kann hier, weiß was passieren. Können wir im Wasser Monsters bauen? Ich glaube nicht, oder? Ich habe gerade überlegt, ob ich hier was Größeres bauen soll. Haben wir gerade noch Ziegelsteine dabei? Ja, haben wir. Das ist natürlich die Frage, ob ich hier vielleicht nicht sogar alles aufmache. Das ist jetzt die symmetrische Mitte. Ich mache jetzt extra sie doppelt, um zu verhindern, dass uns das Wasser dann gegenläuft.
lassen wir es mal so. Okay, so. Dann legen wir hier Wasser rein. Dann gehen über, das kennen wir ja oben in den Sekretern so. Und jetzt sollten wir den Weizen irgendwo oben runterspielen können. Und dann haben wir diese kleine Höhe, die wir dann noch winden müssen. Das scheint schon gut zu gehen. So. So, dann läuft die Kette aber nicht mehr. Jetzt zur Zeit. Da machen wir für Glas umso mehr. 16, jetzt haben wir einiges an Scheiben. Hoch, können wir nachher gleich testen, wie es ist, um wieder runterzukommen. Mit der neuen Sprungmöglichkeit. Okay, aber natürlich an der richtigen Stelle dann. Natürlich an der Stelle umzuspielen ohne Wasserbecken endet das natürlich tödlich. Das ist klar. Das kann man natürlich verhindern. So. Ich werde am Ende mal noch Glas. Oh. Noch Glas, wenn wir das bauen können. So. Ich habe den komplett, dann brauchen wir die wir nicht dabei haben. Gut, dass wir wissen, dass wir es runterspielen können. Hier. Johnny Wow! Sehr schön, also klappt schon mal. Kostet von zwei Scheiben, aber dafür müssen wir nicht alles unterlaufen. So, ich suche jetzt gerade noch, ob wir irgendwo noch Treppen hingestellt haben. Das ist schon mein totaler Gott. Hier sehe ich nichts. Kommen noch keines dabei, um die zu vermehren. Hier ist auch nichts. Hier sind Treppen Birkenholz. Birke brauchen wir genau. Das war's. So. Ja, sieht noch nicht schlecht aus jetzt. Also über zum Birken schauen, ob da was ist, was ich brauche. Die sind ja schon gewachsen inzwischen. Eichenholz, wir haben noch Eichenholz, nehmen wir auch mit. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, lassen wir es mal so. Das Eisen tut vielleicht davor noch abgeben, Teil. Ich weiß nicht, was uns passiert, kann ja bis zum Ufer passieren. Hoch. Immer drei. Stimmt das? Immer drei tatsächlich. Tatsächlich immer drei. So, okay. Zwei, drei. Doof, um eine Treppe zu stellen, unglaublich, ey. Da will ich jetzt kaum Kommentar hören. Okay, dann machen wir jetzt noch Eichenholz. So. Hier. Wie viele Blöcke bis zur Werkbank? Zwei. Zwei Blöcke und dann kommt eine Werkbank rein. Weil wir es können. Schauen wir mal kurz. Und schauen wir auch nehmen. Sehr schön. Ja, stell mir doch die Treppe vor, vor den Kopf. So, voilà. Jetzt tun wir das auch. Diese Treppe hier. Ja, wir haben hier noch Eiche mit ein paar von diesen Half-Slabs. Thank you.
dann haben wir in dieser Runde dann, in dieser Folge, wenigstens wieder einen kompletten Stock fertig gebaut. Wenn wir natürlich genug Material vorhin auch gefahren hatten. Ah, oh, jetzt habe ich wieder verbaut, unglaublich. Dass mir das erstmal noch passieren muss überhaupt. Einfach gewesen, wenn es einfach auf Anhieb geklappt hätte, aber nee, natürlich nicht, war ja klar. So, sehr schön. Ich sand meine Absprungplattform. Ja, jetzt muss ich das kurz schauen. Brauche ich Eichenholz. Haben wir Mauern dabei. 40 Mauern. Geht ja. Wird immer höher. Das Ziel wäre eigentlich, den Turm so hoch zu bauen, bis ich an der Max-Limite dann wieder nicht bauen kann. Aber das wäre natürlich ein Riesenbauwerk dann. Ich könnte jetzt mal schon mal so hoch bauen, wie es geht. Also mal einen Maßstab setzen, wie man so schön sagt. Ich kann ja nämlich ja nachher direkt nach unten springen. Oh ne, wir sind verarschen. Okay, ich dachte schon, komm nicht mehr ran. Boah, ist das hoch, ey. Und jetzt? Hoffen, dass ich auf dem Wasser lande. Boah, ganz knapp, ey. Ganz knapp. Was hat das platter Spiel ergeben? Aber wir hatten Glück. So, okay, ich brauche eine Baumstämme, das heißt, wir müssen noch mehr farmen. Die Baumstämme brauchen wir jetzt, um die Höhe hinzukommen. Wir brauchen auch Ziegelsteine. Die sind jetzt kein Setzling mehr drauf, das ist gar nicht gut. Wir haben immerhin wir noch ein paar Reserven, aber trotzdem, wenn keine Setzlinge droppen, dann würde uns der Wald hier aussterben. Und die Farm wäre dann unnütz, sage ich jetzt mal. Da kommen Setzlinge. So. Wir sind verhungern, sehe ich, oder? Wirklich gesättigt, sind die Steaks schon besser. Wir haben ein Rindersteak. So, okay, das noch abflauen, wenn wir natürlich haben. Brauchen wir mehr Stein. Das ist schon der richtige Stein. Ich habe letztens noch welche unten gebrannt. Könnte entsprechend auch fertig sein. Mal schauen. Genau, Stein haben wir hier. Packe ich mal die Sachen, die ich jetzt gerade nicht brauche. Also die Kiste hier. Detroit und so. So. Bruchstein. Und damit ich was habe, um zu verteilen. Da Bruchstein so. Kies mitgenommen, ne? Bruchstein. So. Bruchstein bringen zum Verbrennen. Bruchstein. So. Bruchstein. So. Können wir hier noch mehr Ziel bauen. Dann brauchen wir noch mehr Mauern. Die baue ich, glaube ich, aus Bruchsteine. Schon Bruchstein so. Okay.
passt. Schon so. Zack. So. Stein, Stein, Stein. Okay. So, okay. Hätte ich mal einiges an Stein zusammen und die Folge ist auch bereits vorbei. In dem Fall sage ich mal danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst noch ein Like da und schaut beim nächsten Mal wieder ein. Das heißt Videos World. Und vergesst nicht, Kommentare zu schreiben oder sonst Bemerkungen, wenn ihr was zu diesem Let's Play gerne mitteilen möchtet. So war es dann, bye bye und tschüss.